Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Liebesorakel. Mein Name ist Sabrina und ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen heute mal gucken, was sich auf der Kopf-, Herz- und Handlungsebene deines Gegenübers so abspielen mag. Wir werfen also einen Blick auf deinen Herzensmenschen und schauen mal, was sich so zeigen möchte in dieser Lenormand-Legung. Wir haben hier das Lenormand Starter Kit von Asra Mansour und schauen mal rein, was ich so anzeigen möchte. Wir klären noch mit den Seelenforscherkarten, legen ein paar Botschaften von Herzen und gucken auch mal in die Zeittendenz rein, ob sich dort etwas zeigen möchte. So, beginnen wir oben auf der Kopfebene. Ich habe die Karten schon ausgelegt. Lassen wir uns mal überraschen, was sich so zeigen möchte. Gut, wir beginnen mit der Kopfebene. Wir haben hier die Mäuse, die Eulen und den Park. Also auf der Gedankenebene deines Gegenübers scheint es gerade Botschaften zu geben, Geschnatter, Gerüchte oder irgendetwas anderes, was ihm in der Öffentlichkeit zugetragen wird. Es kann gut sein, dass dein Gegenüber sich zurzeit mit seiner Außenwirkung beschäftigt, wie er auf andere Leute wirkt. Und es scheint so zu sein, dass er versucht einzuordnen, mit welchen Intentionen sozusagen die Menschen ihm Botschaften übermitteln. Mit den Mäusen kann es gut sein, dass hier an etwas genagt wird, ja, dass es an seine Nerven nagt, was er dort hört, oder dass er immer wieder in Erklärungsnot gerät. So etwas kommt hier auch rein. Der Mensch, auf den wir hier schauen, ist dabei, die Maus zu seinem Freund zu machen, sozusagen. Hier wird an etwas geknabbert, an etwas gearbeitet, hier wird etwas bearbeitet, könnte man sagen. Höchstwahrscheinlich die Nachrichten, die hier mit den Eulen reinkommen. Für den einen oder anderen könnte es auch gut sein, dass es hier schlaflose Nächte gibt, wo dein Herzensmensch einfach in Gedanken ist und sich überlegt, vielleicht auch, wie seine Lebensumstände sind hier mit dem Park. Jemand überlegt sich, wie seine Außenwirkung ist, wie ich schon sagte. Dann haben wir hier den Rückzug. Es ist an der Zeit, dich zurückzuziehen. Vielleicht hast du dich auch von ihm zurückgezogen. Und wie immer bei dieser Liebeslegung spreche ich aus der Perspektive einer Frau heraus, die auf einen Mann schaut. Natürlich kann es auch eine Frau sein, wenn du ein Mann bist oder auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung schaust. Dieser Rückzug könnte notwendig sein. Vielleicht braucht dein Gegenüber etwas Zeit für sich zum Nachdenken, sich auch mal aus diesem hektischen Alltagsstrudel rauszuziehen oder von den Leuten zurückzuziehen, die hier mit den Eulen repräsentiert werden und mit vielen Botschaften reinkommen, die eventuell anstrengend sind. Dann haben wir den Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Fühlt sich gerade so an, als ob jemand eigentlich gerne unbeschwert wäre, aber diese Zeit des Rückzuges einfach definitiv braucht, um seine Gedanken zu sortieren, um auch zu schauen, was sind meine eigenen Gedanken, was sind hier auferlegte Gedanken, was sind die Meinungen anderer Leute und was hat das Ganze mit mir zu tun. Wir können ja auch mal auf die Unterseite des Decks schauen. Wir haben hier die Berge. Ja, es gibt hier Hindernisse, die mental überwunden werden dürfen. Eventuell hat hier jemand auch auf Leute gehört, die schlecht über dich reden. Es kann sein, dass jemand dich durch den Dreck ziehen möchte, dass jemand eine Schmierenkampagne hinter deinem Rücken abzieht oder irgendjemand mit eurer Verbindung nicht einverstanden ist und deswegen da ganz viel Sand in die Augen deines Gegenübers streut oder ganz viel Sand in das Getriebe eurer Beziehung streuen möchte oder bereits gestreut hat. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand giftige Gedanken gesät hat, um dein Gegenüber einfach zu beeinflussen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht möchte dieser Mensch deinen Herzensmenschen für sich haben. Vielleicht möchte dieser Mensch aber auch einfach sehen, wie du scheiterst. Es kann sein, dass hier irgendeine Drittenergie ist, die einfach versucht, immer Negatives einfließen zu lassen, auf gedanklicher Ebene. So, jetzt schauen wir mal weiter, was ich auf der Herzebene zeigen möchte. Da haben wir einmal den Herrn selbst. Ja, er kommt im Herzen wahrscheinlich zu anderen Lösungen als das, was ihm vom Außen auf der Kopfebene präsentiert wird. Also dieser Herr beschäftigt sich im Herzen mit sich selber. Im Ganzen liegt auch das Herz im Herzen der Legung. Hier geht es um Liebesthemen, mit denen sich dein Gegenüber beschäftigt und den Ring.
Auf der Herzensebene macht er sich Gedanken darüber, was ihm selber Stabilität gibt, wo er weiterkommen möchte und vor allen Dingen, was für ihn Liebe und Partnerschaft auch bedeutet. Dieser Mensch lernt zum einen, in die Selbstliebe zu gehen und zum anderen aber auch Verbindungen wertzuschätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Mensch hier gerade es auf die harte Tour lernen muss, wer seine Freunde sind und wer nicht seine Freunde sind. Hier scheinst du es mit einem Menschen zu tun zu haben, der eventuell abhängig ist von einer dritten Person und auf diese dann immer hört. Oder dieser Mensch hat einen sehr ausgedehnten Bekanntenkreis und schafft es nicht, Grenzen zu setzen bei grenzüberschreitendem Verhalten. Dieser Mensch, also man kann ja nicht grenzüberschreitend sein, wenn es keine Grenzen gibt, aber dieser Mensch schafft es nicht, gesunde Grenzen zu setzen und Leuten auch mal zu sagen, dass sie vielleicht den Mund halten sollen oder sich aus seinem Leben entfernen mögen. Hier hat jemand im Endeffekt rasende Gedanken und versucht, im Herzen zur Ruhe zu kommen. Das eine wird ohne das andere nicht gehen. Wenn dieser Mensch, auf den du hier schaust, es nicht lernt, sich gesunde Grenzen zu setzen, einen gesunden Rückzug für sich und seine Herzensthemen zu finden, dann wird dieser Mensch höchstwahrscheinlich wie ein Fähnchen im Wind sein oder in seiner alten Komfortzone stecken bleiben und keine Zeit haben, sich mit den Herzensthemen zu beschäftigen. Aber schauen wir mal weiter, was sich hier auf der Handlungsebene noch zeigen mag. Mit welchen Handlungen ist zu rechnen? Wir haben hier einmal das Kind. Das könnte für einen Neuanfang stehen, das könnte aber auch für ein wirkliches Kind stehen. Vielleicht hat dieser Mensch Familie. Und wir haben das Kind, die Sonne und die Ruten. Auf der Handlungsebene hat dieser Mensch Angst, naiv zu sein und sich vielleicht auch an seinem großen Traum die Finger zu verbrennen. Vielleicht möchte dieser Mensch tatsächlich jetzt in seinem Lebensabschnitt, in dem er sich jetzt befindet, mehr Stabilität in der Liebe erfahren. Eventuell möchte der Mensch, auf den du hier schaust, der Wunscherfüllung hinterherkommen und auch mit neuer Leichtigkeit Dinge in Angriff nehmen. Aber es scheint einen schmerzhaften Beigeschmack zu haben. Hier scheint jemand Angst zu haben davor, dass wenn er offenlegt, was ihm wirklich am Herzen liegt, was ihn wirklich beschäftigt, worum es ihm wirklich geht, dass er dann irgendwie Schläge dafür kassiert. Das können natürlich auch hier verbale Schläge sein. Wenn wir diese Reihe anschauen, dann nagt immer dieser quälende Gedanke an ihm, dass er doch eventuell nicht gut genug ist, um eine langfristige Beziehung zu führen, dass er nicht in der Lage ist, diese langfristige Beziehung zu halten. Und eventuell ist es ihm auch schleierhaft, warum das so ist. Es wäre jetzt ratsam, für deinen Herzensmenschen in die Ruhe zu kommen und tatsächlich mal das Herz sprechen zu lassen, anstatt immer aus dem Kopf heraus ängstliche Entscheidungen zu treffen, die ihn dann doch nicht glücklich machen oder doch nicht befriedigen, sondern nur einen oberflächlichen Scheinfrieden mit einer Drittpartei oder mit vielen anderen Menschen darstellt. So. Wir nehmen mal hier die Seelenforscherkarten von Christine Lau, und diese Karten legen wir hier auf die Kopfebene. Ich hätte gerne, nehmen wir mal drei Karten. Hier haben wir zum einen die Kopfebene, die Liebe. Im Zentrum der Legung das Herz. Hier haben wir auf der Kopfebene die Liebe. Ja, es geht primär darum herauszufinden, was würde die Liebe tun, ja? Was würde die Liebe jetzt machen? Er fragt sich das. Müsste ich aus Liebe heraus etwas sagen? Müsste ich aus Liebe heraus etwas beenden? Wir haben hier als zweite Karte, ein Neubeginn zeichnet sich am Horizont ab. Und die dritte Karte ist der Schiffbruch. Ich glaube, so rum ist es für euch richtig. Ich weiß gerade nicht, es ist spiegelverkehrt, die Kamera. Ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig rum. Also, auf der Kopfebene beschäftigt sich dein Herzensmensch damit, einen neuen Weg zu gehen. Und zwar aus Liebe. Dieser Mensch hier mit dieser schönen roten Rose möchte auch auf Kopfebene endlich verstehen mit seinem Verstand, warum er so tiefe Gefühle hat. Warum hat er so tiefe Gefühle zu dir und wie könnte dieser Neuanfang hier geschehen? Weil das, was er bisher lebt, ja, ist schiffbrüchig. Das, was er bisher in seinem Leben als Liebe erkannt hat, ist nicht so ganz ausgefeilt gewesen und vielleicht hat er viel zu oft auf die Meinungen von anderen gehört, die ihn dann so durchlöchert haben, dass nachher irgendwann ja, Gefühle eingeflossen sind in seinen Körper, die ihn dann schachmatt gelegt haben.
Kann auch gut sein, dass dein Herzensmensch öfter krank ist und alles, was ihm auf der Kopfebene blockiert, in den Körper runterdrückt und sozusagen als körperliche Symptome dann auslebt. Dieser Mensch könnte dann oft erkältet sein, zum Beispiel. Mit dem Schiffbruch und dem Rückzug hier ist es vielleicht auch an der Zeit zu erkennen, dass manche Menschen im Außen einfach gerne reden. Sie reden und reden über dich, über, auch über andere Menschen. Und warum tun sie das? Weil ihr eigenes Leben so verdammt langweilig oder ätzend ist. Wenn diese Menschen nicht miteinander reden über Dinge, die ihnen am Herzen liegen, sondern über dich reden oder über dich lästern oder ihre Lebensansichten zu dir hier feilbieten, dann sagt das einfach nur aus, dass du es geschafft hast, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und ganz gleich, ob du etwas Positives oder Negatives getan hast, diese Menschen finden immer eine Möglichkeit, das, was du tust, negativ darzustellen, einfach weil sie es wollen. Weil sie es sich so wünschen, dass du etwas falsch gemacht hast. Und wenn du dich aus dieser Situation vielleicht auch zurückgezogen hast, hier aus einem Freundeskreis zurückgezogen hast oder aus einer Affärenkonstellation herausgegangen bist, um dann in Selbstliebe weiterzumachen, weil du das wahrscheinlich hier auf Herzebene auch verstanden hast, mit dem Herz und dem Ring bei dir, ja, nicht jetzt bei deinem Herzensmenschen, sondern dass du verstanden hast, was für dich echte Verbindungen sind und du deine Grenzen gesetzt hast und du gesagt hast, ich möchte so und so behandelt werden und nicht anders. Ich habe meine Standards, meine Grenzen, meine Moral, meine Werte. Und wenn das nicht zusammenpasst, kann es sein, dass du dich hier zurückgezogen hast, weil du nicht mehr in deiner unbeschwerten und leichten Flirtenergie sein konntest, so wie die Konstellation war. Vielleicht hast du dich aus Selbstschutz zurückgezogen und für deinen Herzensmenschen wäre es an dieser Stelle vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dasselbe zu tun und mal ein wenig den Geräuschpegel von außen einfach auszuschalten, herunterzufahren oder die richtigen Menschen aus dem Leben auszuschließen, die nämlich für diesen mentalen Stress hier sorgen. So, wir gucken mal auf die Herzebene mit den Botschaften von Herzen. Dann nehmen wir auch mal drei Karten. Dankeschön. Was darf ich meinen Zuschauern hier mitteilen? Da sind die zweite und die dritte Karte. Huch. So, was haben wir denn als erstes? Romantische Liebe. Amors Pfeil hat getroffen. Dieser Mensch merkt auf Herzensebene, dass er diese Verbindung mit dir gemocht hat. Ich weiß nicht, ob er sie geliebt hat, vielleicht hat sie ihm auch einfach eine Heidenangst eingejagt, aber hier gibt es romantische Gefühle. Und dadurch, dass der Mensch, auf den du hier schaust, dein Herzensmensch, immer noch mit anderen Menschen über dich redet, obwohl du dich vielleicht bereits zurückgezogen hast, zeigt, dass dieser Mensch dich im Herzen eigentlich auch noch nicht überwunden hat, auch wenn er das vielleicht glaubt. Die Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Es kann gut sein, dass ihr euch Themen spiegelt, die für ihn wichtig waren, Themen, die du hättest in die Erlösung bringen können, aber er hätte auch Themen gehabt, die dich wiederum weitergebracht hätten. Vielleicht hat er durch seine sture Haltung oder durch sein Nichtsetzen von Grenzen oder das Nicht-Definieren von deiner Beziehung, dadurch, dass kein Rahmen geschaffen worden ist, hat er es geschafft, dich vielleicht auch gehen zu lassen oder zu vergraulen. Oder andere Menschen haben dich dazu gebracht zu gehen, weil es einfach zu viel Grenzüberschreitung gab, zu viel Einmischung in eure Beziehung und du da einfach gar keine Lust auch drauf hattest. Die letzte Karte ist die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Eventuell hat dieser Mensch sich gedacht, dass er eine Verbindung zu dir aufbauen kann, einfach indem ihr euch körperlich näher kommt, eine intime Verbindung über die Körperlichkeit herstellen kann. Und es kann gut sein, dass sich jetzt das nach hinten heraus offenbart, dass das nicht alles ist. Ja, es muss auch auf der Kopfebene, auf der Herzebene und auf der Handlungsebene sichtbar sein, dass es dort Intimität gibt. Und das bedeutet nicht, dass man seine Körper miteinander beschäftigt, sondern es bedeutet, dass man sich auch hier verletzlich zeigt, auf mentaler Ebene, sich öffnet für den anderen, intime Details von sich selbst preisgibt, vielleicht auch hier auf der Herzensebene, sagt, was einen wirklich beschäftigt, worum man sich wirklich, worüber man sich wirklich Gedanken macht, worüber man wirklich nachfühlt auch. Und eventuell hat dein Herzensmensch noch nie so eine Verbindung gehabt wie zu dir.
dass er sich hätte öffnen können. Aber hier wird ganz klar der Rückzug immer wieder eingeleitet, dadurch, dass der Mensch auf Leute hört, die eigentlich nichts mit eurer Beziehung zu tun haben müssten, wenn er denn gesunde Grenzen setzen würde. So, genau. Wir nehmen jetzt nochmal zwei Karten dazu, zwei Zeitkarten, die lege ich aus. Denn auf der Handlungsebene haben wir ja das Kind mit dem Neuanfang, die Sonne, auch eine Karte, die für aufbauende Energien spricht, aber dann die Routen. Es kann sein, dass er sich selber hier den Neuanfang in Glück einfach verbietet, dass er da so die Schwerter kreuzt wie die Routen und sagt, nee, ich gehe da jetzt nicht vorwärts, ich habe zu viel Angst. Ich habe Angst, dass ich mich dort selbst geißel auch. Vielleicht hat Angst, ja, jemand hat Angst davor, auf der Handlungsebene irgendwie im übertragenen Sinne Schläge zu kassieren oder aus seiner Komfortzone gefegt zu werden und dann letztendlich Schiffbruch zu erleiden, in eine Sackgasse zu geraten, weil du vielleicht hier einfach schon weg bist. Auch wenn hier jemand den Neuanfang sieht, kann es sein, dass er sich nicht sicher ist, ob du überhaupt noch verfügbar bist. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht so. Gut, ihr Lieben, wir haben hier zwei Zeitkarten. Die Zeitkarten immer mit Skepsis betrachten, weil ich finde, Zeitangaben sind immer relativ schwammig. Zeit ist flüssig und relativ. Nimm es als Richtwert, als kleinen Hinweis und dann vergiss es einfach wieder nach der Kartenlegung. Das ist sowieso das Gesündeste. Die Legung schauen, Erkenntnisse haben und dann wieder loslassen. Gut, also wenn du dich jetzt für die Karten entschieden hast, das ist Karte Nummer 1, die nehme ich zuerst. Das ist Karte Nummer 2, die nehme ich als zweites. Und wenn du dich für diese Karte entschieden hast, dann hast du folgende Zusatzbotschaft. Etwas geht zu Ende. 9 Tage, 9 Wochen. Vielleicht ist es bei dir bereits geschehen vor 9 Tagen oder 9 Wochen, dass du hier einen Menschen hinter dir gelassen hast. Oder es wird jetzt in der näheren Zukunft passieren. Die Zahl 9 kann auf jeden Fall relevant sein für dich. Und spüren dich rein, ob du vielleicht wirklich Zeit brauchst, um über diesen Menschen noch hinwegzukommen. Vielleicht brauchst du auch noch deine 9 Wochen, bis du tatsächlich alles, was mit dieser Beziehung zu tun hatte, rausleiten kannst, sofern du das möchtest. Oder du gibst dir selber eine Frist und sagst, ich warte jetzt noch 9 Tage oder 9 Wochen, ob dieser Mensch sich meldet oder nicht. Und dann kannst du deine Entscheidungen treffen und deine Wege neu definieren. Dann haben wir hier bei den anderen 1 Tag und 1 Woche. Also ihr Lieben, das wäre ein krasser Schritt. Bei wem das so ist, wo der Herzensmensch sich vielleicht tatsächlich nach einem Tag oder jetzt in der nächsten Woche meldet, passt auf, spürt in euch selbst rein, wie es euch damit geht, ob das hier vielleicht vorschnelles Handeln ist oder ob das jetzt tatsächlich der richtige Schritt ist, wieder aufeinander zuzugehen. Spüre da wirklich ganz tief in dich hinein, ob du auch bereit bist, diesen Weg zu gehen. So, abschließend, ihr Lieben, zum Schluss nehmen wir noch eine Erat Aliquando-Karte. Das Set ist von Yonanda Latura, das findest du auch unterhalb des Videos verlinkt. Und wir schauen mal, wir nehmen eine zusätzliche Botschaft aus diesem Kartenset. Was dürfen wir noch wissen? Wir haben hier den kleinen Fuchs. Der kleine Fuchs in dieser Karte, in diesem Kartenset, immer wieder schön. Wir hatten ihn neulich schon einmal. Ich finde, dieser Fuchs spricht von Schlauheit, von Klugheit und vor allen Dingen auch davon, dass er bereit ist, in den stillen Momenten wirklich seinem Leitstern zu folgen. Vielleicht auch hier dieser Sonne, der Wunscherfüllung und dem Herzen und nicht mehr auf die Eulen zu hören. Es kann auch sein, dass er hier wirklich nach und nach lernt, den Geräuschpegel von außen einfach zu dimmen und das zu tun, was für ihn am besten ist. Der Fuchs kann immer irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Der Fuchs weiß, wie er sich selbst am besten schützen kann. Die Frage ist, ob dieser Fuchs, auf den wir hier schauen, bereit ist, seinem eigenen Ruf zu folgen, seinem Herzen zu folgen und endlich in die Wunscherfüllung zu gehen, oder ob er weiterhin das Geschnatter anderer Leute mehr wertschätzt und den Mangelgedanken dahinter, ob er sich lieber im Drama befindet oder bereit ist, wirklich hier in eine Vereinigung zu gehen, die aus Liebe entstanden ist. Es sind hier noch Hindernisse da, es sind viele Hindernisse und vielleicht mag dieser Fuchs auch nicht auf die Hindernisse schauen und ist ein bisschen ängstlich. Du wirst es selber merken, bei dem einen geht es ganz schnell, bei dem anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber dadurch, dass du deine eigenen Grenzen definierst, bist du für dein Gegenüber ein Beispiel dafür,
wie es ist, wenn man sein Leben selbstbestimmt lebt, nach seinen eigenen Standards, seinen eigenen Regeln. Und eventuell kann er sich dann von dir und deinem Verhalten mal eine Scheibe abschneiden, denn dann würde er in seinem Leben auch wesentlich mehr Klarheit, Ruhe und Frieden finden. Und das solltest du dir selber auch gönnen. So schwer es ist, würde ich dir an dieser Stelle raten, deinen Gegenüber machen zu lassen und wirklich nur auf die Taten zu schauen. Nicht auf die Worte, sondern auf die Taten, denn daran soll man die Menschen erkennen. Worte zeigen immer nur, wie jemand gerne wäre, aber Taten zeigen, wie jemand wirklich ist. Und das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du hier im Herzen mit diesen Menschen verbunden bist, auf den du gerade schaust. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und alles Liebe in deiner Liebesgeschichte. Wer mag und es noch nicht getan hat, darf natürlich gerne abonnieren oder ein Like setzen. Ich freue mich über eure Kommentare und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder und schauen nochmal, was so beim Herzensmenschen los ist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Ciao.